Leute, willkommen zum nächsten Video. Ich habe mir für den Frischwassertank eine Sonde bestellt und eine Frischwassertank oder eine Anzeige, wie viel Wasser im Wassertank verbaut ist. Ich habe mir einen neuen Wassertank verbaut, der ist jetzt da unten, den zeige ich euch mal. Das ist so ein spezieller Wassertank für den Fiat Ducato. Der ist extra hier an dem Radkasten, hat eine Aussparung und hat 120 Liter. Bin mit dem sehr zufrieden. Und das Problem ist, ich muss da halt immer runtergehen und von unten schauen, ob da jetzt Wasser drin ist und wie viel Wasser drin ist. Jetzt habe ich mir eine Anzeige bestellt und zwar von Votronic, eine Frischwassertankanzeige und die dazu und eine Sonde dazu. Das ist eine Sonde. Das ist so eine Frischwassertanksonde. Die wird in den Wassertank eigentlich nur reingeschraubt und unten muss man dann kürzen. Der bleibt dann ein paar Zentimeter ober oder unter dem Wasser, dann ja in der Luft, damit der nicht komplett unten aufliegt und die Pumpe so gesehen dann eigentlich nie leer laufen kann, weil ich dann über die Anzeige sehen kann, wie viel Wasser noch drin ist. Als ich den Frischwassertank eingebaut habe, wollte ich mir schon längst diese Anzeige auch kaufen. Aber ich habe damit die ganze Zeit gewartet und die Kabel dafür habe ich schon gelegt gehabt. Die verlaufen hier hinten, dann hinter der Wand, hinter dieser Wand und sind dann hier oben. Da habe ich extra einen Platz extra für die Anzeige gelassen. Und ja, dann habe ich das für den Frischwassertank. Dann habe ich mir noch so einen Stutzen geholt für den Gardena-Anschluss da oben. Den schraube ich von außen an den Frischwassertank dran und kann so mit Wasser befüllen und muss ich mal testen, ob es gut funktioniert. Ja, für den Abwassertank habe ich mir dann eine andere Sache noch geholt und zwar habe ich mir so ein Fitting geholt von 1,5 Zoll auf 3 Viertel. Da kann man sehen, da ist dann ein leichter Versatz, also so wird das Wasser nicht komplett ablaufen, das ist nicht so geil. Muss ich mir dann mal anschauen, wie ich das jetzt im Winter mache. Vielleicht lasse ich das sogar noch im Winter und mache das erst im Sommer. Oder ich kriege dann noch für den... Ich habe nämlich einen Original Fiat Ducato Abwassertank unter dem Fahrzeug. Und dafür gibt es so ein Wärmekit, was man den Wassertank dann einpackt da rein. Und dann sind da noch solche Heizmatten. Damit wird dann gegeben, dass der Abwassertank nicht gefrieren kann. Und das wäre eigentlich eine feine Sache, sowas mal zu installieren, wenn ich daran mal rankomme. Muss ich mal ein bisschen danach suchen. Folgendes. Für den Abwassertank, damit das Wasser ablaufen kann, ohne dass ich da unten am Hebel rumdrücken muss, habe ich mir so ein Magnetventil bestellt in 3/4 Zoll. Den gibt es auch in 1 Zoll, aber ja, der war um Weiten teurer, der hat fast 50 Euro gekostet und jetzt habe ich diese zwei Sachen mit dem Fitting und dem Regler selber, habe ich dafür knapp, ich glaube, 35 Euro ausgegeben plus noch eine Fernbedienung, damit ich das schalten kann, das hat dann auch noch mal knapp 10 Euro gekostet und ja, das habe ich vor jetzt alles mal schnell zu verbauen, schnell. Ja, ich würde mal sagen, ich fange mal an oben am Frischwassertank und gehe dann runter in den Abwassertank. Viel Spaß! Also, ich fange jetzt mit dem Frischwassertank an, mit der Anzeige. Die wird da oben dann, hier kommt eine Aussparung rein und da kommt dann der Sensor hin. Der ist schon ungefähr so mittig von dem hier, ungefähr so auf dieser Höhe. Muss ich gleich noch schauen, wie ich das mache, damit es schön aussieht. Kommt er hin und dafür ist hier zum Glück eine so eine Schablone dabei, die schneide ich gleich aus und bohre mir diese Löcher vor oder ich schaue eher gesagt gleich einfach mal, wie ich das sogar mit, wenn ich da einfach Löcher ausbohre, ob ich genau hinkomme. Ich habe dann nämlich solche Ausbohrer oder solche
Ja, so ein Set. Da kann ich mal gleich testen, ob ich vielleicht mit dem 30er, wenn ich hier zwischen rein bohre, dass ich das genauso hinkriege, dass ich dann hier einfach nur drei Löcher hinmache, damit ich diese Aussparung habe und hier ein bisschen noch reinsägen muss. Ja, ich schneide es mal aus und passe es erstmal an. Also ich habe es ganz einfach jetzt gelöst. Ich habe den unten einfach ansetzen lassen. Oben steht er ein bisschen drüber und sieht dann eigentlich so aus. Nicht wundern, das ist die Lichterkette. Die hängt jetzt gerade drunter. Ich habe sie nämlich abgerissen, weil ich das Brett rausgeholt habe. Aber schon länger her, vor ein paar Tagen. Und seitdem hängt es, weil es aus jetzt bis jetzt eigentlich nur stand. Naja, den habe ich jetzt hier mal hingeklebt. Und mein Plan ist es jetzt, ich habe mir da mal so einen Bohrer rausgesucht, dass ich das hier dann gleich die Mitte rausmesse und da dann den Bohrer so hinsetze, damit ich die oben und unten gerade ausbohren kann und in der Mitte einmal nur durchsägen muss. Und ja, das ist mal mein Ziel. Ich probiere das mal. Also, so bohre ich das jetzt auf. Ich mache alle drei abwechseln, so damit ich immer dieselbe Tiefe bekomme. Kann man sehen. Und ja, das ist mal mein Ziel. Und meine Batterien haben sich verabschiedet, so wie es jetzt aussieht. Muss ich mal schauen, was da los ist, was ich da gerade für einen Verbrauch habe. Ja. Also, wie ihr sehen könnt, meine Batterie spinnt total. Ich muss mal das Fahrzeug an Landstrom hängen, aber egal. Neue Batterien sind ja eh bestellt. hier ist jetzt die Anzeige. Ich muss jetzt nicht sägen. Ich habe gerade diese drei Löcher ausgebohrt und der passt perfekt rein. Ich habe dann noch mit dem kleinen Bohrer da oben die Löcher reingebohrt, damit er komplett diese Position hebt, damit er hier unten komplett gerade ist. Und ja, jetzt mache ich alles sauber, hole die Kabel da hinten irgendwie raus, weil die müssten da irgendwo drin sein. Naja, finden wir gleich raus. Also, die Kabel habe ich jetzt rausgeholt und habe sie auch gleich angeschlossen. Um die Kabel anzuschließen, müsst ihr solche Adernhülsen drauf machen. Da habe ich mir mal so ein Set gekauft und die passende Zange ist auch mit dabei. Ich habe jetzt 0,7 Quadrat Kabelschuh auf die 3 hier gemacht. Also rot ist Plus vom Tankgeber. Grün ist Signal vom Tankgeber. Schwarz ist Minus. Und rot-weiß ist Dauerplus. Das ist bei mir 1,5 Quadrat. Die 1,5 Quadrat passen da auch rein, aber ich habe den auf eine 1 Quadrat Adernhülse drauf gedrückt und ja, so damit ich halt reinbekommen habe alles. Und der schwarze ist dann halt Masse. Der ist unten am Sicherungskasten, beziehungsweise am Verteilerkasten und derselbe Masse ist auch am Tankgeber. Die rot-weiße, also das rot-weiße Kabel Dauerplus für den Anzeiger, sage ich jetzt mal, der ist mit einer 1 Ampere Sicherung abgesichert. Da ist noch keine Sicherung drin, das habe ich nur mal vorgerichtet gehabt, also das komplette Kabel mal. Und ja, die anderen Kabel sind alle ohne Sicherung, die sind komplett einfach durchgeschalten. Also, jetzt muss ich die Kabel oder den Schaltergatt so ranschrauben und von der anderen Seite habe ich jetzt gerade diese Öffnung da, werde ich die Kabel schön verlegen und festmachen, damit da nichts wackelt und dann kommt wieder das Brett hinten drauf. So muss ich nichts komplette wegschrauben. Ja, gut, dann mache ich noch weiter. Weiter geht's mit der Sonde und zwar, die werde ich dann vermutlich hier einbauen, weil ich habe da die Pumpe und in dieses Loch, glaube ich, mache ich dann einfach die Sonde rein oder kurz davor oder mache die Sonde hier hin. Ja.
Müssen wir gleich mal schauen. Ja, ich habe mich für eine Tauchpumpe entschieden und kein Druckwassersystem, da das eigentlich genau derselbe Druck wäre wie mit einer Druckwasserpumpe. Nur müsste ich halt die Pumpe jetzt irgendwo da hinten reinmachen, und da ich eh meinen Kreislauf aus dem Reisemobilbedarf gewählt habe, also sprich Wasserhahn, brauche ich einfach kein Druckwassersystem, da ich eh vom Druck nicht mehr wie 2 Bar haben darf. Habe ich mir gedacht, hole ich mir eine Tauchpumpe. Die Tauchpumpe, mir fällt der Hersteller schon gar nicht mehr ein, kann ich empfehlen. Also bis jetzt läuft sie richtig gut. Diese kleinen Tauchpumpen, wo es dafür 20 Euro, 25 Euro gibt, da habe ich schon öfters gelesen, die gehen sehr schnell kaputt, und diese Tauchpumpe kostet knapp 45 Euro. Aber lieber kaufe ich mir so eine, als dass ich 10 Mal so eine kleine Pumpe kaufe. Ich mache die Sonde gerade hier in den Deckel rein, denn den Deckel kann ich jederzeit austauschen, den Wassertank aber nicht. Und so habe ich auf jeden Fall im Wassertank kein Loch, weil so habe ich es nämlich hier auch gemacht. Da mache ich es hier gerade auch genauso, dass ich den einfach hier reinbohre und da damit dann einfach glücklich bin. Also, wie ihr sehen könnt, habe ich gerade das Loch reingebohrt. Dafür habe ich einen Deckel ausgebaut gehabt und habe gerade mit dem hier das Loch dann ausgebohrt. Ja, die Sonde, die wird dann von unten rangeschraubt bis zu dem hier, oder ich mache es von oben. Ja, so würde ich sogar eigentlich ein halber Zentimeter die Sonde. Ich schraube die Sonde von oben drauf, also sprich, die Sonde kommt so rein, von unten dann der Dichtring, und dann kommt der Überwurfring drüber, und ja, dann muss ich das hier die Höhe gleich abmessen, wie tief es da reingeht, und dann schneide ich oder säge ich oder beiße ich hier die Metallstange auf die Höhe ab. Ich meine mich zu erinnern, das hat eine Tiefe von 38, das heißt 2 cm weniger, damit wir unten dann 2 cm mehr haben, müssen wir dann hier irgendwo bei 36 einfach abbeißen oder absägen, und dann haben wir das. Hier ist eine Gummi, so ein Gummischlauch drüber über der Sonde, und dann kommt von oben noch so eine Kappe drüber, das muss drauf bleiben, und die sägen wir oder beißen wir das gleiche auf dieselbe Länge, auf 36 ab. Ich habe das jetzt auf 36 bzw. 34 cm habe ich das jetzt gekürzt, da ich ja hier noch mal weiter runter komme. So habe ich die 2 cm unten drunter, also wo ich jetzt über dem Boden stehe. Ich habe genau hier in dem Bereich eine Kante, und wir sind mit der Sonde genau zwischendrin. Ich kann die Sonde auf- und abschrauben oder halt auf- und zuschrauben, und die Sonde steht nirgends voran, also sieht eigentlich recht gut aus. Hier haben wir noch eine Einstellung, die müssen wir jetzt einstellen auf die Höhe vom Wassertank. Ja, da mache ich jetzt gerade einfach mal auf 32 bis 42, und ich mache genau die Mitte davon, und dann schaue ich mal, wie das wird, ob das jetzt passt und was die Sonde anzeigt, weil wir sind jetzt eigentlich schon so gut wie leer. Dann schauen wir mal gleich, was sie anzeigt. Ja. Dann müssen wir hier anschließen. Müssen wir gleich mal auf den Anschlussplan schauen, was genau da welche ist. Ich denke mal, braun ist minus, grün ist mein Grün und weiß ist plus.
Also Signal wahrscheinlich die 2. Die 2 ist Plus und das ist Masse. Müssen wir gerade mal schnell schauen. Da habe ich die Kabel schon gelegt gehabt. Da ist dann das Wassertank. Also Pumpe. Ist, hier ist die Pumpe. Hier ist 230 Volt eine Steckdose. Und das ist der Tankgeber dann. Das habe ich alles hier in einem Rohr schon mal gelegt gehabt dann. Für den Punkt, wann ich das mal ranbaue oder nachrüste. Weiß 5, Tank Plus. Tank Plus ist bei uns infrarot. Bei den Vago-Klemmen braucht man die Kabel nicht zusammendrehen, sondern gerade so flach wie die sind, werden die dann reingedrückt und die Klemme wird einfach umgelegt. Dann haben wir grün, ist die 4, haben wir auch so. Und braun ist schwarz. So, ja, so, gehen wir mal das provisorisch mal da rein. Also, jetzt haben wir das alles angeschlossen da. Der Wassertank ist angeschlossen, beziehungsweise der Tankgeber. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch eine Sicherung. Da muss so eine Flachsicherung rein, das ist so eine 1 Ampere. Und die ist bei mir da unten. Da fehlt nämlich die Sicherung. Und da sieht man, da das jetzt alles angeschlossen ist, leuchtet der Sicherungspunkt oder der Sicherungskasten-Slot, wie auch immer, rot, weil da die Sicherung fehlt. Dann mache ich das mal rein, dann können wir mal schauen, ob es funktioniert. Die Sicherung ist jetzt drin, ist eine 1 Ampere Sicherung. Und dann können wir mal schauen, ob es funktioniert. Ja, kommt hin. Der Wassertank ist ja ziemlich leer. Er zeigt nur noch an 10%. Wenn wir das Wasser anmachen, kommt noch ganz leicht, aber man hört die Pumpe, wie sie schon schwer am Arbeiten. Und der Wasserdruck ist auch nicht stark. Also da sieht man, dass der Wasserdruck ziemlich nachlässt. Also bei 10% kann ich dann immer sagen, gut, der Tank ist leer und Wasser müssen wir auffüllen. Der nächste Schritt ist dann der Abwassertank, wie ich da das Magnetventil installiere. Dafür habe ich schon die Kabel alles gelegt gehabt. Ein Loch ist auch schon im Boden, das muss ich nur noch eigentlich aufmachen. Da habe ich das Loch gerade mit Silikon bzw. mit Sikaflex zugeklebt, damit ich später kein großes Loch mehr bohren muss, sondern nur noch das kleine durchmachen muss und da kommt dann ein Stopfen davor. Das würde ich sagen, mache ich alles im zweiten Teil. Es ist jetzt schon ein bisschen spät, ich habe spät angefangen und habe gleich einen Termin. Daher würde ich sagen, das kommt im nächsten Teil und das Video lade ich einfach mal so hoch und ich hoffe, es hat euch gefallen. Alle Sachen, die ich jetzt benutzt habe, werde ich euch einfach mal drunter verlinken, damit ihr mal sehen könnt, was das für Teile sind und wie viel die kosten. Kabel. Das ist ein dreiadriges, da würde ich dann gleich jemandem empfehlen, ein vieradriges, ein Quadrat zu nehmen. Das reicht vollkommen. Ich hatte nur ein dreiadriges damals da, als ich die Kabel gelegt habe. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.